So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Resident Evil 3 Nemesis Replay mit eurem Mr. Horror Jumper. Und mir ist was aufgefallen, beziehungsweise ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber ich sage es einfach nochmal. Zum Beispiel, ihr kennt doch bestimmt Resident Evil, den allerersten Teil für den Nintendo DS. Und da habt ihr ja die Touch-Funktion und unten ist ja dann quasi euer Hauptbildschirm und oben ist die Karte. Und sie haben das Schloss entriegelt, ja, ich weiß. Und das Krasse an der Sache ist, dass wenn ihr mit dem Touch auf Jill geht, oder ich glaube auf Chris, könnt ihr die quasi ärgern und die reagieren da drauf. Das ist schon ziemlich witzig, das ist so ein kleiner Gag. Könnt ihr mal ausprobieren, fällt mir gerade so ein. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, einfach mal um zu gucken. Beziehungsweise, wenn man das noch nicht gewusst hat, ist es sehr interessant. So, wir haben jetzt den Schraubenschlüssel. Damit haben wir nämlich zwei Funktionen. Und zwar, die eine Funktion ist, da könnten wir jetzt sofort hin. Jetzt ist aber die Frage, ob jetzt nicht schon etwas passiert. Ich hoffe nicht. Und ich habe aber so ein Gefühl, es wird passieren. Also, gehe ich mal davon aus. Das heißt, ihr werdet wieder Spannung haben und ich werde die pure Action hier zu spüren bekommen. Ja. Da sind wir mehr angespannt als alles andere. Ja, ihr wisst Bescheid. Ohne Scheiß, ne? Ich will ja nichts sagen, aber ich habe mich gerade ein wenig erschreckt. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Was? Das ist nicht euer Ernst. Nein, oder? Kann ich damit nicht... Alter. Heißt das, weil wir die normalen Patronen dafür benutzt haben, können wir die nicht benutzen? Dann muss ich die ja so lange ablegen und dann die andere dafür nehmen. Das ist ja irgendwie blöd. Das wusste ich gar nicht. Verdammt. Ich glaube, das wäre sonst zu krass. Dann wäre das schon fast wie so eine Magnum. Ich denke mir mal, davon gehen die dann auch aus. Verdammt. Nein. Leute. Warum? Warum tut ihr mir das an? Und ich habe die Waffe so mit meinen eigenen Händen erkämpft. Das könnt ihr mir jetzt nicht antun. Na gut, gehen wir erstmal hier lang. So, Leute, das aber wusste ich noch. Und ja, hier kommen jede Menge Zombies. Und nicht umsonst habe ich diese Waffe dabei. Bäm, Leute. Beide eigentlich ein Headshot, aber... Naja, ihr habt es ja gesehen. Die verlieren ja ihre Köpfe hier nicht. Gibt es hier noch einen? Nee? Aber hier gibt es Kräuter, Leute. Es gibt zu viel Kräuter. Das ist blöd. Verdammt. Ich könnte eins mitnehmen. Ich weiß nämlich, dass wir später nochmal hier hin müssen. Nur die Frage ist, werde ich mir das merken können? Ach, wisst ihr was? Ich kombiniere einfach. Egal. Dann habe ich eins, was komplett heilt. Und ja, dann einmal eins, wo dann zwei grüne sind. Da kann ich dann für Notfall immer noch ein blaues mit hinzufügen. Geht ja eigentlich noch. Moment mal, gab es hier irgendetwas? Nee, leider nicht. Aber an dieser Stelle gibt es etwas. Ihr seht, er hat etwas in der Hand. Eine Bronzestatue von Michael Warren, Bürgermeister von Raccoon City. Da ist ein Schalter. Möchten Sie da drauf drücken? Ja. Wisst ihr noch, worum es sich ging? Sie hält etwas in der Hand. Möchten Sie das mitnehmen? Bronzebuch, ja. So. Und wir müssen jetzt nämlich gleich was tauschen mit dem guten Herrn hier. Und dann bekommen wir etwas. Was wir jetzt nochmal bekommen? Gute Frage, weiß ich selber nicht mehr. Werden wir auf jeden Fall noch sehen. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit. Wir können uns zwischen zwei Wegen entscheiden. Ich denke jetzt gerade mal darüber nach, was für einen Weg wir nehmen können oder könnten. Ich gehe aber natürlich erstmal ein paar Sachen ablegen und ein paar Sachen holen. Was für einen Weg nehmen wir denn? Gute Frage. Wir können in ein Elektrizitätswerk. Und ich glaube, ich bin schon eher dafür, dass wir erst dahin gehen. Und wisst ihr auch, wieso? Wobei? Ha, ich weiß nicht. Es gibt so viel, was ich gerne machen würde. Den brauchen wir, glaube ich, so oder so. Den nehme ich nämlich mit. Was ist hiermit? Das kann ich ja eigentlich getrost ablegen. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt einmal kurz speichern. Ich denke mir mal,
Da hat niemand was gegen. Ja, wer hätte gedacht, dass wir dich nochmal mitnehmen, ne? Ja, da kommt deine große Chance. So. Das wäre auch gar nicht so verkehrt. Ah, was ist mit dem Dietrich, Leute? Ich weiß. Ich denke da auch gerade drüber nach. Also das tauschen wir gleich um, kriegen was anderes, dann kriegen wir wieder was anderes. Damit können wir dann zurück. Ah. Ich würde sagen, das lege ich erst nochmal ab, weil wir sowieso nochmal hier dran vorbeikommen. Ja, ja, ich lasse das erstmal so. Moment mal. Ich wollte doch speichern, habe ich gesagt, oder? Ach, wisst ihr was? Speichern ist was für Anfänger. Nein, Spaß jetzt beiseite, aber das können wir ein andermal machen. So. Noch ist ja alles ziemlich rund gelaufen. Ich denke mir mal nicht, dass wir jetzt so schnell sterben werden, weil wir haben ja noch 3 Erste-Hilfe-Sprays dabei in unserer Box. Boah, hört ihr das schon? Die Munition? Boah. Man merkt deutlich, die macht mehr Schaden. Alter, du lebst immer noch? Trotz, dass wir mehr Schaden machen oder ausrichten, halten die ziemlich viel durch oder aus. Meine Herren, wie die wegfliegen. Hier gibt es aber noch mehr Zombies. Ja, das konnte ich mir aber schon denken, dass hier wieder welche auftauchen. Alter. Geht bloß weg. Bleibt mir bloß vom Leibe hier. Okay, je nachdem, wo wir jetzt hingehen, wird uns Nemesis verfolgen. Alter, wie viele? Boah, ich hasse das, wenn ich den nicht sehen kann. Das war jetzt ein bisschen verschwenderisch. Weil am liebsten wär mir ja gewesen, wenn wir dann halt die normalen Patronen einfach nur verbrauchen. Von der, ja, Beretta. Oder Handfeuerwaffe, wie auch immer. Ja, und schon haben wir kaum noch Munition dafür. Vielen Dank. Alter, da lebt ja doch einer. Du könntest mir gefährlich werden, je nachdem. Das will ich vermeiden. Das muss ja nicht unbedingt sein, oder? Da will der noch hinterher kriechen. Habt ihr das gesehen? Aber nicht mit mir. Jetzt lass mich mal überlegen. Wenn ich jetzt durch das Restaurant gehen würde, dann würde ich da hinten rauskommen. Aber ich könnte natürlich auch diesen Weg nehmen. Ah, schwere Frage, Leute. Welchen Weg ich jetzt am besten gehe? Ich bin ja dafür, dass wir hier hingehen. Aber ich weiß genau, dass hier etwas auf uns, glaube ich, wartet. Sollte dies der Fall sein, dann wird es nicht so schön für uns enden. Aber wie es aussieht, haben wir, glaube ich, Glück. So, wir müssen nämlich das Buch hier einsetzen. Und weil wir das Buch hier einsetzen, Leute, sind wir gesaved. Denn jetzt können wir das nämlich mitnehmen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Möchten Sie das mitnehmen? Bronze Kompass. So, normalerweise würde hier Wasser durchkommen und weil da unten Elektrizität ist, können wir da nicht durch, weil das Strom leitet. Ihr versteht? Ja, ich denke schon. Okay, wir versuchen jetzt zurückzugehen. Oh, wie es aussieht, haben wir bisher Glück. Normalerweise läuft hier auch ab und zu Nemesis herum. Aber ich glaube, das liegt nur daran, wenn wir den eigentlich nicht stellen im Restaurant. Ist auch besser so, oder? Finde ich zumindest. Es kann sogar sein, dass er uns hier sogar hinterherlaufen würde. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich jetzt schon mal auf dem Weg dahin bin, bin ich mir sicher, dass wir uns noch auf was anderes freuen können, was ich auch noch nebenbei erledigen kann. Dafür muss ich mir jetzt überlegen, was ich mitnehme. Genau, die Kurbel, das habe ich ja eh dabei. Ich glaube, das müsste reichen. Aber ich habe das Gefühl, wir werden wieder zu viel dabei haben. Das ist so ein ungutes Gefühl. Okay, das werden wir, glaube ich, verlieren. Das brauchen wir noch. Das werden wir auch austauschen gegen was anderes. Ah. Der Platz müsste eigentlich reichen. Eigentlich. Die Munition reicht, glaube ich, auch. Oh. Jetzt haben wir schon mehr Platz und dann kann ich mich trotzdem nicht entscheiden. Den Dietrich möchte ich trotzdem mitnehmen, weil ich habe das Gefühl, da gibt es etwas, was ich öffnen kann. Ah, das will ich aber auch mitnehmen. Alter, das ist zu viel. Zu viel des Guten. Und das möchte ich nicht ablegen, weil nachher reicht diese Munition nicht. Wisst ihr was? Das reicht. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass hier etwas passieren wird jetzt gleich an der einen Stelle. Und wenn das passiert, dann werdet ihr natürlich den Mr. Horror Jumper wieder erleben mit Freudensprüngen und so weiter. Dass er sich darüber freut, dass wir Besuch bekommen haben. Ja. Darüber freut der Mr. Horror Jumper sich eigentlich eher weniger. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ich glaube, das war's, oder? Verdammt, ich habe mich tatsächlich wieder erschreckt. Dabei wusste ich, dass hier Hunde kommen werden. Ich wusste auch, dass sie durch das Fenster kommen. Boah. Aber trotzdem gefailt. Nur weil ich ein bisschen zu weit nach vorne gegangen bin. Ich wusste jetzt nicht, dass sie genau vor mir stehen. Weil die ja erstmal rausgesprungen sind. Ihr versteht, was ich meine? Ja, ihr versteht's. So. Denn hier müssen wir jetzt diesen Kompass benutzen. Und das Ganze dreht sich. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt euren Teil. Man hätte eigentlich normalerweise hier hintergehen können und sich das direkt holen können, aber... Naja. Die Entwickler, Leute, die Entwickler. So, und wir haben jetzt eine Batterie. Diese Batterie brauchen wir später. Ich weiß, Déjà-vu. Im ersten Teil eine Batterie und im dritten Teil. Ich wollte schon im zweiten sagen. Ja, ja. Die Entwickler wissen schon Bescheid. Und ja, ich wusste auch, dass dort noch ein paar Gegner kommen werden. Nur ich wusste nicht, dass es jetzt schon sein wird. Na, komm her. Danke. Du kannst mir jetzt eigentlich nichts mehr anhaben. Gott sei Dank können uns hier die Gegner, die Zombies, nicht nochmal packen. Wie das zum Beispiel im Fall bei Resident Evil 4 oder beziehungsweise Resident Evil 5 ist. Ich glaube, bei Resident Evil 6 war das auch, wenn die den Kopf verloren haben und so ein bisschen noch gehen. Es kommt einem so vor, als wäre das so ein Huhn, das den Kopf abbekommen hat und es geht trotzdem noch weiter. Okay. So. Ihr merkt schon, dass hier ist eine Tankstelle. Und wo eine Tankstelle ist, ist eine Explosion. Nicht weit entfernt. Gehe ich mal von aus. Ich durchsuche trotzdem hier alles. Ich finde diesen Schauplatz ziemlich genial. Er sieht ziemlich schön aus. Ja, wenn man... Ja, was heißt schön? Ihr wisst, was ich meine. Ziemlich cool in Szene gesetzt. Auch ziemlich eng alles und nicht so offen. Okay, wie es aussieht, gibt es hier nichts. Aber wir müssen hier unsere rostige Kurbel verwenden. Tja, Jill. Tut mir leid. Ist leider kaputt. Aber was machen wir dagegen? Wir benutzen den Schraubenschlüssel, Leute. Ja, ich weiß. In der Zeit hätten uns schon, was weiß ich, Zombies angenagt und Nemesis in der Luft zerfetzt. Aber was will man denn anderes machen? Gott sei Dank haben sie uns das nicht durchmachen lassen, was Jill gerade durchmachen musste. Und wir mussten uns das komplett geben. So, hier gibt es ein gewisses Rätsel, woraus ich nicht unbedingt schlau geworden bin. Erst, wenn ich es gelöst hatte. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. So, Leute. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier jede Menge Muni. Und ihr wisst, was es heißt, wenn man diese Munition kombiniert. Wir kriegen die bessere Munition. Beziehungsweise, ich könnte sie kombinieren mit anderer Munition. Ob ich das machen werde, keine Ahnung. Werden wir uns überlegen. So. Was haben wir denn hier noch Feines? Nix mehr. Ich fand diese Tankstelle immer sehr cool. Ich finde es sehr schade, dass man sich nicht mehr... Also, dass man sich nicht allzu lange hier aufhält. Jill. Hey, the zombies are getting restless. I know. I can hear them. What's going on? Ja, wir hören schon. Zombies sind auf dem Weg. Autopflegemittel. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Ein unaufgeräumter Tresen. Ja. Was haben wir denn hier noch Feines? Nix mehr. Oh, wir haben sogar... Wow. What's wrong? They're coming. They must have sniffed us out. They know we're here. Hey, calm down. Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Er spielt so lange den Helden. Keine Ahnung, wie lange das anhält. Nichts Besonderes. Hier steht etwas. B, A und C.
Was genau das jetzt nochmal bedeutete, weiß ich jetzt leider nicht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist mit Maschinenöl durchtränkt. Ja. Gab es hier noch irgendetwas zu holen? Ich glaube nicht. Hier werden Malerwerkzeuge gelagert. Okay, also B, A und C. Mal gucken, ob wir das uns merken können, beziehungsweise ob ich damit was anfangen kann. Na, hier scheint nichts mehr zu sein. Außer dann halt hier noch das hier. Ich habe so ein Gefühl, dass ich das vermutlich verwenden muss. Aber wir gucken mal. Das ist ein Speichergerät, mit dem die Öltemperatur gehalten wird. Möchten Sie das elektronische Schloss bedienen? So, wir müssen B, A und C haben, ne? Das heißt, wir müssen es einmal schaffen, dass nur B leuchtet. So. Dann, C leuchtet, Leute. Das heißt, nur C darf jetzt... Okay, ich verstehe. Das war blöd. So. So. Ja, das war auch blöd. Nein, Leute. Nochmal. Schnell, wir müssen uns beeilen. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einer bestimmten Zeit schaffen müssen. Ach, jetzt müssen wir A. Okay. Das heißt also, ich aktiviere das. 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 Und das. So. Das heißt, wir haben einmal A geschafft. Jetzt müssen wir, soweit ich weiß, nochmal A? Nee, D, oder? Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ah, wir müssen nochmal A. Okay, zweimal A hintereinander. Das ist ein komisches Rätsel, Leute, wenn ich ehrlich sein soll. Nein, so war das jetzt nicht geplant. So und... Ah, nee, so haut das nicht hin. So. Ja, dreimal A. Das haben sie uns aber zu einfach gemacht. So, Leute, das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ja, ich weiß, es ist wieder eine Schande. Ich reg mich auch darüber auf. So ein Mist. Aber ihr könnt nicht sagen, ich hatte es zu einfach. Maschinenöl. Ja, natürlich mitnehmen. So. Ja. Wir haben ein bisschen Mist gebaut, beziehungsweise das Ganze hier fliegt uns gleich um die Ohren. Und wir sollten dringendst und schnellstens das Weite suchen. Carlos! No. Relax, I'm not dead yet. Are you okay? I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. Ja, Carlos, dann kommt mal ganz schnell mit. Denn das Ganze fliegt jetzt in die Luft. My ears are ringing. We both should be deaf by now. Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Ja, wisst ihr, was ich sehr komisch fand? Wir haben in dem Clip nur Jill gesehen. Und das finde ich so unlogisch, weil Carlos war ja dabei. Naja, egal. Was soll's? Was soll man da großartig zu sagen? Wir haben das jetzt auch hinter uns gebracht und Gott sei Dank habe ich doch noch erkannt, wie man das Rätsel löst. Es war eigentlich ganz easy. Immer A. Also ich weiß auch nicht, was die da von einem wollten. Ich muss jetzt mal gucken. Das Maschinenöl, das muss ich definitiv mit etwas kombinieren. Das ist quasi die andere Hälfte, die wir noch benötigen. Und diese holen wir uns jetzt gleich. Ich guck mal. Ja, in dem Part wird es jetzt ein bisschen kritisch. Ich kann ja mal gucken. Je nachdem. Wenn nicht, dann bereiten wir uns vor und dann speichere ich einmal. Ich denke mir mal, das wäre am besten. Weil sonst wäre das Ganze ja für den Arsch gewesen. Und das wollen wir natürlich nicht.
Ich versuche nämlich trotzdem noch minimal zu speichern und nicht zu oft. Ach ja, wie ich damals am Rätseln war. Aber trotzdem fand ich das ziemlich bescheiden. Man hat da eine kleine Info bekommen an der Tafel, aber die hat einem nicht wirklich was gebracht. Wobei, vielleicht, ja, da war, glaube ich, kein A zu sehen. Vielleicht hieß es ja, dass man wirklich immer A benutzen muss. Naja, wie dem auch sei. Wir gucken jetzt mal. Ja, also die Batterie, die nehmen wir mit. Das bräuchte ich auch noch. Aber das hier möchte ich kombinieren. Aber wisst ihr was? Ah, wir haben kaum noch Munition, ne? Ah, das regt mich auf. Dann muss ich doch die Pistole mitnehmen. Ich hätte das so gerne kombiniert. Ja, möchte ich. Alter, so viel. Naja. Egal, besser als nix, würde ich mal sagen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Das können wir später, ja, nochmal mitnehmen. Ja, das. Heilung haben wir noch jede Menge. Momentan haben wir toi 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 nicht nochmal irgendwie Schaden genommen. Jetzt, ja, ich glaube, das wäre dann auch so gut wie alles. Ich gehe jetzt mal speichern und dann würde ich sagen, dass ich den Part beende. Auch wenn dann noch nicht die vollen 25 Minuten irgendwie von dannen gezogen sind. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, das kann ich jetzt überschreiben. So, Leute, aber was ich euch zeigen kann ist, und zwar, wo es als nächstes quasi hingeht, ja, ich versuche es mal am Kreuz zu verdeutlichen. Wir laufen hier entlang, dann laufen wir hier entlang, dann laufen wir hier entlang, dann kommen wir hier hin. Und hier war dieser eine Raum mit diesen komischen neuen Viechern. Ah, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich wusste den Namen mal von diesen Viechern. Und dann geht es hier hoch und dann hier hin und da kann man die Batterie benutzen. Damit ihr schon mal Bescheid wisst, dass wir da hinkommen. Und ja, im Großen und Ganzen dürft ihr euch freuen auf diese Elektrizitätsfabrik oder wie sie hieß. Und im Großen und Ganzen, ja, wird es da auch wieder sehr viel Action geben. Und ich glaube, diesmal werden wir nicht so alleine da sein. Glaubt mir, ganz im Gegenteil. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.